The Longing des Stuttgarter Indie-Studios Seufz ist ein interessantes Experiment. Als kleines Schattenmännchen erkunden Spieler 400 Tage lang in Echtzeit ein verzweigtes Höhlensystem und entdecken dabei verborgene Pfade und Geheimnisse. The Longing wagt die maximale Entschleunigung der Videospielwelt. Der Schatten rennt nicht, sondern bewegt sich fast so langsam wie eine Schnecke. Beim Abbauen wertvoller Kristalle vergehen ein paar Minuten, eine Tür öffnet sich erst nach Stunden. Bis genug Moos gewachsen ist, um einen Sturz aus großer Höhe abzufedern, braucht es gleich ein paar Tage. Zwischendurch kann man in aller Seelenruhe durch die Gänge schlurfen oder sich in seinem Sessel zurücklehnen und ein Buch lesen. Zur Auswahl stehen Literaturklassiker aus dem Project Gutenberg. Glücklicherweise geht das Spielgeschehen von The Longing auch dann weiter, wenn der Computer ausgeschaltet wird. So ähnlich wie beim Genre verwandten Cookie-Clicker macht das Spiel keine Pause. Nach 400 Tagen wartet eines von vier Enden. The Longing stellt nicht nur die Regeln des Idle-Genres auf den Kopf, sondern verbindet Elemente der Kiffhäuser-Sage um den schlafenden König Barbarossa mit Themen wie Depression und Einsamkeit. Oft führt der Schatten Selbstgespräche, in denen er sich Gedanken über sein angeblich nutzloses Leben macht. Die verzweigte Höhle wird zum einsamen Gefängnis. Dieses Herumexperimentieren mit Genre-Regeln belohnt neugierige Spieler für ihre Geduld. Gerade weil alles so lange dauert, kann es enorm befriedigend sein, ein weiteres Geheimnis zu lüften. Dieser Mix aus Erkundung und Geduldsprobe macht The Longing zu einer faszinierenden Erfahrung.